Hallo, meine lieben Krabbeltiere, und willkommen zu etwas ganz anderem, nämlich zu Knex. Knex, 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 Knex. Die Marke mit dem aus dem Karton eingebauten Le Echo. Und ihr werdet vielleicht gleich sehen, das sieht überhaupt nicht aus wie normale Klemmbausteine. Das hat einen Grund. Knex haben wir uns schon mal gesehen. Knex haben wir das letzte Mal gesehen, als sie Super Mario-Figuren machten. Also bevor Lego die Super Mario-Figuren gemacht hat. Knex war der Hersteller, der davor war. Die haben hauptsächlich verschiedene Motorräder und Rennautos aus Mario Kart gebaut, haben ein paar ihrer typischen Knex-Achterbahnen mit Mario Kart-Thema gebaut. Und es gab halt auch eine sammelbare Minifigurenserie. Also es waren nicht die Minifiguren, wie Lego sie macht, war ein eigenes Design. Aber die gab es, die hatten alle so einen dicken Bauch. Das hat bei Mario super gepasst. Ja, genau das hatten wir. Alles Lego-kompatibel gewesen, das hier halt nicht. Warum ist es denn hier im Kanal? Erstens, nicht alles, was hier im Kanal ist, ist Lego-kompatibel, zum Beispiel auch die Nano-Blocks und die Mini-Bricks nicht. Aber das hier hat noch einen größeren Grund. Ich habe eine ganze Weile das Thema Bloxicon nicht mehr erwähnt. Tue ich hiermit Bloxicon. So, nein, das Bloxicon ist ja, was ich im Hintergrund ein bisschen bastel, das große Nachschlagewerk zu allem zum Thema Klemmbausteine. Hersteller, Marken, Themen und so weiter und so fort. Großes, großes Projekt. Und eine der ersten Sachen, die ich da machen musste, war, eine Definition zu suchen, was ist eigentlich Klemmbaustein, damit ich nicht über jedes Puzzle, jeden Modellbausatz und überhaupt jedes Spielzeug, das jemals erschienen ist, schreiben muss. Das wäre dann doch etwas zu viel. Das wäre nicht ein Buch, das wäre eine Bibliothek. Und das hatte ich jetzt doch nicht vor innerhalb eines einzigen Bandes. Ding ist, diese Definition musste eins sofort aufgeben, nämlich den Bausteinteil. Es gibt so viele unterschiedliche Elemente, auch von Lego selbst schon, die nicht wirklich diese Steinform haben, ja, diesen Klotz, dass ich das nicht beibehalten konnte. Und das hat dazu geführt, dass ich so ziemlich alles in die Definition aufnehmen musste, was halt aus wiederkehrenden Teilen besteht. Also nicht speziell hergestellte Teile, nur für das Set, sondern grundsätzlich wiederkehrende Teile, die per Klemm- und Steckverbindung verbunden werden. Und das bedeutet, da gehört zum Beispiel auch Knex rein, da gehören auch noch ein paar andere Systeme rein. Werde ich mit der Zeit hin und wieder zukommen. Auch ein bisschen Abwechslung ist das natürlich mal von Lego. Und dann können wir mal sehen, wie mit anderen Elementen sowas gebastelt wird. Fischer Technik ist zum Beispiel auch so ein Beispiel. Wobei Fischer Technik teilweise sogar noch Steine hat. Ach ja, und auch wichtig, Klemmverbindung darf nicht geschraubt werden oder sonst was. Dann fällt es nicht mehr in die Definition. Sonst muss ich auch noch anfangen, die ganzen Meccano-Bausätze und sowas mit aufzunehmen. Genau, aber nein, wir haben jetzt das und es ist Knex 2511, ein Skorpion für 5 bis 8 Kinder mit hässlichem Pagenschnitt. Das klingt falsch. Und es sind drei unterschiedliche Modelle. Also ein 3 in 1 bedeutet das quasi. Wir sehen hier die ganzen Knex-Elemente als Branding, sehr nett. Und die anderen beiden Modelle, ich meine, Skorpion, klar. Skorpion, super, gefällt mir schon mal. Werden wir gleich bauen. Modell Nummer 2 ist ja das hier, eine langgezogene Spinne mit Hirschkäfergeweih. Okay, und nun, okay, Gnex, ihr könnt nicht einfach Elemente wild durcheinander stecken und dann behaupten, das wäre ein zweites und drittes Modell. Was um Himmels Willen soll das sein? Ein Alien? Oh Mann. Der Skorpion sieht trotzdem gut aus. Beschränken wir uns auf den Skorpion heute beim Bau. Der ist auch das Einzige, was groß auf den Bildern ist. Was steht denn hier? Includes color-coded instructions to build three models. Models to be built separately. Okay, farbcodierte Bauanleitung für drei separat zu bauende Modelle. Ich habe nämlich jetzt auch gerade die deutsche Zeile gefunden. Ich kann auch alle anderen vorlesen, wenn ihr wollt, aber dann wird das Video zu lang. Das ist jetzt schon bei 4 Minuten und ich weiß nicht warum. Machen. Okay, da ist keine Öffnung irgendwie vorgesehen. Das heißt, hier ist sogar noch der Rest von dem abgerissenen Preisschild. Das heißt, ich mache jetzt hier mal mit der Schere in den Kleber. Ist das ein Geräusch? Das ist ein Geräusch, das ich glaube ich noch nie gehört habe. JCL 97. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, aber es könnte sein, dass dieser Karton 1997 gepackt wurde. Und das ist das. Ich glaube, den Karton behalte ich.
Einfach weil es der einzige Kinex-Karton ist. Und jetzt haben wir so eine Tüte aus sehr billigem Plastik mit etwas Bedruckung und natürlich den Modulen. Und nicht Modulen, den Teilen. Elementen, das war das Wort. Jetzt kommt. Jetzt geht wieder, boah. Das Plastik lässt sich jedenfalls ordentlich dehnen, ohne zu reißen, aber jetzt haben wir es. So, und das sind die typischen Knex-Elemente. Knex, ich glaube, ich habe noch gar nicht zu dem Hersteller gesagt, amerikanischer Hersteller, der auch in Amerika seine Komponenten herstellt. Also einer der wenigen, die im Gegensatz zu zum Beispiel Lego nicht in China herstellen, sondern in dem Fall in Amerika. Ich glaube, Kobi stellt auch noch in Polen her und ansonsten stellen alle in China her. Völlig egal. Na gut, Oxford. Oxford stellt in Korea her. Aber sonst alle in China. Das ist die, ja, wollen wir doch nicht so tun, als wär da irgendwie ein Unterschied. Die machen alle ihre Teile in China. Und genau, das sind diese typischen Knex-Elemente. Ihr seht, hat nichts damit zu tun, wie Lego-Elemente sind, ist aber alles geklemmt. Und zwar hauptsächlich hier, der führt das praktischerweise bereits schon mal vor, indem man diese Teile hier in die Aussparung packt. Ihr seht, ne, der Knubbel hier, das passt. Und so, das wird als Verbindungselement eingesetzt. Jetzt muss man es natürlich wieder rausbekommen. Ah, ups, genau. Oder aber alternativ, auch einfach mal so, rundes Loch, fertig. Das ist die ganze Geschichte, sind relativ wenige Elemente. Das hier ist ein Sonderelement, das findet man bei Knex nicht so häufig. So ein Zahnrad hier. Aber es gibt dann diese, es gibt die noch mit zwei Enden und so weiter. Nicht so viel. Ich glaube, insgesamt gibt es nur 7 unterschiedliche Elemente in dieser Art. So, Stangen sind manchmal kürzer, manchmal größer. Wir haben hier ein Kugelgelenk. Ne, wir haben nochmal einen anderen Verbinder. Bin ich sicher, wie die Idee ist. Hier ist ein Kugelgelenk, wollte ich doch sagen. Kamera, so. Hier ist nochmal, genau, hier ist nochmal ein anderes. Also das ganze Ding hat insgesamt 3 unterschiedliche Grundelemente. Und ansonsten Verbinder und diese Zahnradteile. Das ist relativ wenig, aber daraus wird relativ viel hier gemacht. Da gucken wir mal, was an Papier bei ist. Wir haben, das sieht aus wie ein, ja, das ist ein Werbezettel. Der, ist das eine Anleitung? Ja, okay. Das ist eine Bauanleitung um 3 unterschiedliche Kinex-Sets, diese Dragster hier, der Traktor und den Skorpion, zu verbinden zu diesem Strandbuggy. Irgendwie sowas wird das wohl sein. Ja, diese ganzen die Teile aus den Sets dann zu verbinden zu einem großen Auto. Das ist nett. Vor allem, das war auch überhaupt nicht angekündigt auf der Verpackung. Das ist natürlich cool. Cool, cool. Die anderen beiden habe ich natürlich nicht, deswegen kann ich den nicht zusammenbauen. Heute würde ich das auch auf der Verpackung finden, beworben, dass das geht. Nettes kleines Extra. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz niedlich. Ach, Sekunde, das ist einfach zu laut da draußen. Wisst ihr, ich habe als Kind mal jemanden gekannt, dessen Vater stand irgendwann in der Zeitung, weil er aus dem ersten Stock jemanden im Erdgeschoss angeschossen hatte, weil die da unten ihm zu laut waren, nachts. Ich verstehe diesen Menschen im Moment sehr, sehr gut. 1,5 Stunden lang wurde da unten sehr, sehr laut geschwafelt. Da hatte jemand eine wirklich laute Stimme und irgendwann mittendrin wurden es plötzlich auch noch 4 Leute. Das macht es nicht einfacher, hier zu arbeiten. Okay, aber jetzt ist es durch. Ich habe wieder Ruhe. Reden wir über den Rest des Sets und versuchen wir nicht, irgendwelche Leute zu erschießen. Hauptsächlich, weil ich überhaupt keine Schusswaffen besitze. Wir waren stehen geblieben bei der super tollen Bonusanleitung, die dabei ist, von diesem Mudrunner. Wenn man 3 unterschiedliche Sets holt, was sehr interessantes kleines Bonus-Extra. Natürlich macht das auch Werbung dafür, die anderen beiden Sets zu holen. Aber ich meine, das waren, glaube ich, ursprünglich 7-Euro-Sets oder sowas. Insofern kein Ding. Lego macht das heute ja auch. Ja, dass man mehrere Sets kombinieren kann. Hin und wieder mal wieder. Nicht häufig, aber manchmal. Und als kleiner Bonus ist es nett. Schauen wir mal, was sonst noch bei ist an Papier. Nämlich das hier.
Okay, ich glaube, das ist jetzt die Werbung. Ja, das ist die Werbung für die anderen Sets, die es auch gleichzeitig im Programm gab. Ihr seht relativ viele Fahrräder und Motorräder hier. Hier, oh, das sieht nach Spaß aus. So ein kleiner Rennwagen mit einem Anschubsgerät, hier ein Flugzeug. Was auch immer das ist, ich glaube quasi eine Variation von Kegeln. Dieses komische Ungetüm, ein Drache. Okay, interessant. Ein Dreirad, ein Fidget Spinner, what? Okay. Ein Dinosaurier-Set, ein paar Fahrzeuge und das, wofür Knex eigentlich am bekanntesten ist, nämlich diese riesigen Achterbahnen, die man da konstruieren kann. Das ist tatsächlich der Haupteinsatzgebiet von Knex. Dafür sind die eigentlich bekannt, aber wir haben heute was anderes, wir haben heute was Kleines. Wir haben was aus der Fahrzeugreihe, nicht das hier. Das hier ist aber auch ganz lustig. Sieht jedenfalls so aus. Nein, wir haben, und jetzt hat das Set endlich auch einen Namen, hier steht es, Creepy Creatures. Mit zwei unterschiedlichen, gut, das sind wahrscheinlich auch Vertriebsgebiete oder sowas hier. Knex Creative Construction for Kids. Jede Menge Text, was ist das hier? Copyright-Geschichten, okay. In jeder Sprache, die nicht schnell genug weglaufen konnte. Und dann haben wir hier unsere, genau, das ist die eigentliche Anleitung, der Skorpion. Und, hier steht, was das andere darstellen soll. Das soll eine Fliege sein. Ja, okay, aus der Perspektive kann ich das sogar nachvollziehen. Und das ist eine sehr, sehr seltsame Spinne. Die ist ein bisschen zu lang geraten. Ich habe drei Anleitungen hier. Brauche ich die alle drei zusammen? So, so eine schöne dicke Pappe hier. Das ist nicht so dünnes Papier, das ist fast schon Pappe. Angenehm, wenn auch ein bisschen angegilbt. Und bereits fertiggestellte Bauschritte, seht ihr hier, sind sehr, sehr stark ausgegraut bzw. ausgefärbt. Genau, wunderbar. Mal gucken, wie lange das dauert, so ein Ding zusammenzubauen. Ich nehme jetzt einfach mal den Skorpion hierher. Und alles fliegt durch die Gegend und dann schaue ich mal eben, wie das hier zusammenhört. So, du kommst hier ran, okay. Andersrum? Anders. What? Ach, Quatsch. Da kommt noch was zwischen. Okay, das... Das war der falsche Bauschritt. Alles klar, das erklärt das. Na, geh auseinander. Genau, völlig neues Teil. Damit habe ich halt noch nie gebaut. Also verzeiht mir, wenn das etwas... Wo kommt... What? Das ist vermutlich okay. Okay, das Problem hierbei ist, wenn man noch nie mit Knex gebaut hat, dann ist diese Bauanleitung komplett kryptisch. Also wirklich komplett. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Mittelsegment hier zusammengebaut werden soll. Okay, offenbar aber eher so. So, Das hält nicht wirklich hier unten. Soll es denn halten? Vielleicht soll es auch gar nicht halten. Also zumindest nicht fest. Ich habe auch nichts... Nee, ich habe nichts übersehen, dass es definitiv wieder zusammen soll. Okay. Bisschen sehr instabil. Aber meinetwegen. Machen wir mal einfach weiter und schauen mal, was dabei herauskommt. So, einmal... Na. Achso, das sind zweimal dieselben. Das ist ja Quatsch. Wo sind denn die anderen jetzt? Da. Zweimal. Und dreimal. Das klackst aber sehr schön. Das ist sehr satisfying. Befriedigend, dieses Klack. Ha!
Das hat was. Das hat immerhin was. So, kriegt er hier noch Füße unter die Beine. Das auch 6-mal. Gut, das ist halt das Blöde. Wenn man einen Skorpion als Modell hat, dann muss man halt zwischen 6 und 8 Beinen, also bei einer Spinne halt dann 8, einzeln zusammenbauen und die sind natürlich dann wieder identisch. Einen brauchen wir noch. Moment, 3, 6, wieso habe ich jetzt 7? Macht nichts, ich brauche sowieso noch 2, weil die Scheren ja auch noch dran kommen. Lässt du wohl los. So. Genau, muss man sich auch dran gewöhnen. Wie gesagt, ist ein komplett andere Art zu bauen. Okay, Scheren. Eine Schere. Und zwei Scheren. Wunderbar. Wo ist jetzt vorne? Hier ist vorne. Kann es sein, dass der einfach so rumkommt? Das sieht mehr aus wie das, was ich in der Anleitung sehe. Jetzt hätte ich den aber vorher zusammenbauen sollen, damit der hier noch rein kann. Ah ja, jetzt. Das sitzt fest. Okay, okay. Langsam weiß ich, was hier zu tun ist. Zumindest komme ich langsam in eine Position, wo ich so tun kann, als wüsste ich, was ich tue. Das ist gut. Das reicht in der Regel auf YouTube auch schon. So, hier einer, da einer und hier einer. Nein, da einer. Bisschen strange, aber das Ding behauptet, dass das so soll. Das hat jetzt auch behauptet, dass ich gegen die Kamera rappeln soll. Ja, ich mache hier nur, was das Ding mir sagt, was ich machen soll. Okay, so langsam kommen wir zu irgendwas. Ich bin noch nicht sicher zu was, aber definitiv zu irgendwas. Ja, okay, er steht schon mal auf 6 Beinen und hat Scheren vorne. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht, wenn man zu einem Skorpion kommen will. Okay. Okay, die haben jetzt alternativ diese Rolle. Habe ich jetzt am richtigen Teil? Nein, natürlich nicht. Ich brauche dieses. Wahrscheinlich auch wieder. Nee, macht nicht Klack. Macht nicht Klack. Och, Menno. Soll aber Klack machen. Ich will, dass er Klack macht. Macht er halt nicht Klack. Ah, da war Klack. Klack. So, mal gucken, ob die jetzt. Na ja, doch. Perfekt. Perfekter Abstand. Mein Gott, ich hab's ja doch. So langsam weiß ich, wie es läuft hier. Ich habe tatsächlich noch nie mit Knecks gebaut. Also das ist komplett neu, aber ich komme zu einem Ergebnis. So, einmal. Wie viel braucht er davon? Schauen wir mal. 2. Dann braucht er 5. 5-mal, okay. 3 und 4 und 5. Einmal drüber greifen. Und da haben wir unseren Skorpions. Spannst, du gehst jetzt mal da weg. Das ist wahrscheinlich auch wieder alles gleichzeitig im Weg, natürlich. Komm, geh da rein. Ja. Okay. Oh Gott, die Beine. Ein bisschen bekloppt, dass die Beine da so weit hinten, dass hier so viel Lücke ist. Aber doch, doch, jetzt steht er. Jetzt steht er, wir wissen, was es sein soll. Da bewegt sich natürlich nichts. Ja, das ist alles klar.
Scheren bewegen sich auf und ab. Kann man auch drehen, wenn man will. Schwanz, Beine. Das hier sind ja Kugelgelenke. Das hier kann man lustigerweise drehen. Wenn ihr einen absoluten Albtraum habt oder noch nicht habt, hier ist ein fliegender Skorpion, der die Stachel unten hat und rumfliegt und euch einfach nur stechen will, weil es ein bösartiger fliegender Skorpion ist. Wunderbar. Modell Nummer 4 gefunden. Ja, ihr habt gesehen, das war ein Bauen, das ich noch gar nicht kannte. Mal was ganz anderes. So sieht das ganze Ergebnis aus. In dem Fall ein Skorpion. Ich behaupte, wenn ich so sehe, wie lang das Video jetzt schon geworden ist, ich belasse es dabei. Ihr habt ja gerade nochmal zur Verpackung gesehen, wie die anderen Modelle aussehen. Beziehungsweise kann ich hier auch nochmal als Zeichnung jeweils zeigen. Das hier will eine Fliege sein. Gut, will ich jetzt mal nichts sagen. Bei der Fliege werden dann auch diese Teile hier verbaut. Und das hier ist eine... In dieser Position merkt man gar nicht, wie unglaublich lang das Vieh ist, aber das ist eine Spinne. Mit diesem langgezogenen Skorpionskörper halt. Das wären die anderen Optionen. Wir sind hier auch beide bei. Ich lasse es erstmal bei den Skorpionen. Das ist definitiv das schönste Modell von den Bildern her. So sieht es aus. Und das Ganze gibt jetzt den Eindruck, wie sieht so ein normales Knecht-Set eigentlich aus, wenn sie nicht auf klassische Klemmbausteine bauen. Und mal was anderes, mal was Interessantes. Interessant ist vor allem, dass man mit relativ wenig Elementen relativ viel darstellen kann. Das haben wir ja gerade in den Werbezetteln gesehen. Und kann man sich durchaus mal anschauen, das Ganze. Ist halt eine komplett andere Welt von Lego aus gesehen. Auch das gibt es. Und ich dachte mir, hey, ich schau mal rein, weil ich die für das Buchprojekt ohnehin mal anschauen muss. Morgen geht's wieder in die klassische Klemmbausteinwelt. Genau. Ich sag bis dahin.